Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video habe ich schon sehr, sehr lange geplant, aber ganz ehrlich noch nie so richtig Zeit dafür gehabt. Heute geht es einmal, wie ihr im Titel auch lesen könnt, einmal um das Thema Abgasuntersuchung. Heute machen wir eine Abgasuntersuchung bei einem VW Polo. Das ist der, bei dem wir auch den Kopf gemacht haben. Bei dem machen wir einmal eine Abgasuntersuchung und da wollte ich euch einmal ein bisschen in das Thema Abgasuntersuchung mit reinnehmen. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, also für euch im Prinzip zurücklehnen und zuhören. Wir werden heute kein Auto haben, was einen Fehler hat. Ich habe bei dem Auto schon mal eine Abgasuntersuchung gemacht, sodass das Ganze hier einwandfrei durchläuft und wir einfach eine Abgasuntersuchung durchführen, die im Prinzip im Idealfall ist. Das bedeutet, der wird ohne Probleme durchkommen und wie das eigentlich so abläuft, eine Abgasuntersuchung. Es gibt unterschiedliche Abgasuntersuchungen. Wir haben nämlich einmal Autos ohne CAT, Oldtimer, UCAT, ungeregelter Katalysator. Das bedeutet, ihr habt einen CAT drin, der ist aber quasi nicht geregelt. Da gehen die Abgase durch und er reinigt die quasi von alleine. Ich versuche das Ganze hier auch wirklich so allgemein wie möglich zu erklären. Ne? So, dann haben wir einmal GCAT, geregelter Katalysator. Das bedeutet, wir haben Lambda-Sonden drin, was dem Motorsteuergerät signalisiert, wie die Abgaswerte sind und dass er das Ganze einmal regeln soll, wenn da irgendwas nicht passt. Ich habe mir hier auch einen Spickzettel gemacht, damit ich nicht ein paar Sachen vergesse. Und dann gibt es halt den GCAT, also GCAT, wieder Polo, mit OBD und ohne OBD. Das bedeutet, was heißt OBD? Onboard-Diagnose. Das bedeutet, bei der Abgasuntersuchung müssen wir dann einmal den Fehlerspeicher auslesen und können dann halt die Prüferschritte durchmachen. Wir machen heute GCAT mit OBD. Man kann immer quasi so sagen, ab Baujahr 2000, ich würde mal sagen so im Durchschnitt 2005, da ist auf jeden Fall immer mit OBD. Und alles, was drunter ist, ist meistens oder kann ohne OBD gemacht werden. Aber ohne OBD ist ein anderes Thema, machen wir ein separates Video zu. Schreibt unten in die Kommentare, ob wir ohne CAT, UCAT auch machen sollen. Ist immer etwas schwierig, so ein Auto mal zu bekommen. Aber schreibt unten rein, was ihr alles über das Thema Abgasuntersuchung wissen möchtet. Deswegen mache ich auch das Video. Ne? So, bei Diesel haben wir im Prinzip mit OBD, ohne OBD. Fertig. Ganz einfache Geschichte. Und wenn wir ein Fahrzeug mit OBD haben, dann brauchen wir auch den OBD Tester, OBD-Verbindung. So, wir haben hier, das ist jetzt keine Werbung für Hella Gutmann, aber ein Gutmann-Tester, HG4, relativ neues Modell, und mit dem machen wir einmal die Abgasuntersuchung. Und ja, ich habe hier leider keine Bildschirmaufnahme, das bedeutet, ich muss den Kollegen einmal nehmen und muss gucken, wie ich das hier am besten hinbekomme. Das Auto läuft auch schon warm, wir haben auch schon ein Video gemacht, was man am besten, also Abgasuntersuchung vorab checkt, was ihr so alles vorher prüfen könnt, bevor ihr zur Abgasuntersuchung fahren müsst. Wichtig, im Jahre 2006 wurde damals, manche kennen das noch, vorne ans Nummernschild wurde damals immer eine AU-Plakette geklebt. Ab dem Jahr 2006 ist die Abgasuntersuchung ein Teil von der Hauptuntersuchung. Deswegen klebt man die nicht mehr. So, da ist aber jetzt etwas Wichtiges, und zwar, ihr fahrt jetzt zur Abgasuntersuchung, ihr macht eine Abgasuntersuchung und habt die bestanden. Habt aber TÜV nicht bestanden, also die Hauptuntersuchung. Dann ist diese Abgasuntersuchung 3 Monate gültig. Das ist ganz wichtig für euch zu wissen. 3 Monate habt ihr dann Zeit, die Hauptuntersuchung nachzuholen. Das ist für die, die das so interessiert. Ansonsten, wenn Abgasuntersuchung bestanden ist, Hauptuntersuchung bestanden ist, habt ihr 24 Monate wieder TÜV und könnt das Fahrzeug ganz normal fahren und dann müsst ihr auch wieder zum TÜV. Außer ihr habt ein neues Fahrzeug, dann 36 Monate, bis ihr wieder zum TÜV müsst. Also bis ihr überhaupt die Hauptuntersuchung machen müsst und die Abgasuntersuchung machen müsst. Das ist so ein bisschen noch ein paar Zahlen für die, die, sage ich mal, Führerschein jetzt am Machen sind und überhaupt sich für das Thema Abgasuntersuchung, Hauptuntersuchung interessieren. Ja, schreibt mal unten in die Kommentare, wer noch die Plaketten kennt, die vorne geklebt wurden. Das habe ich damals noch mitgemacht.
Ja, eigentlich gibt es da jetzt kaum noch was zu sagen, außer die Person, die Abgasuntersuchung durchführt. Wichtig, wir müssen ein paar Sachen vorher prüfen. Und zwar natürlich, dass die Fahrgestellnummer zum Fahrzeug passt. Das ist ganz wichtig. Ab und zu gibt es leider Leute, die versuchen, die machen Nummernschild an das andere Auto dran, führen dir das Auto vor, du guckst halt nur Kennzeichen, tippst Kennzeichen an, gibst weiter. Das kann aber bei OBD nicht mehr passieren, weil bei OBD liest er die Fahrgestellnummer meistens aus. Es gibt dann auch Modelle, wo es nicht gemacht wird, aber passiert schon mal. Das ist ganz wichtig, Fahrgestellnummer prüfen bei Fahrzeugen ohne OBD. Das hier ist jetzt so eine Info für die Leute, die gerade AU-Schein machen oder sonst irgendwas, ne? Weil ich das Ganze hier verallgemeiner. So, also das Auto läuft warm, am besten ideal, oder die Abgasuntersuchung muss im betriebswarmen Zustand gemacht werden. Warum? Weil der Cut auch natürlich eine bestimmte Betriebstemperatur braucht, also der Katalysator braucht eine bestimmte Betriebstemperatur, damit er die Abgase vernünftig umwandeln kann. Das ist ganz wichtig, deswegen muss er Betriebstemperatur haben. Ganz wichtig ist auch noch Ölstand prüfen. Der Ölstand muss in Ordnung sein. Dann, ihr könnt im Idealfall auch, wenn ihr ein Auto bekommt, was wirklich extrem Service vernachlässigt wurde, das ist jetzt für die Personen, die AU-Bescheinigung machen, ganz wichtig, ihr könnt dann auch sagen, nee, tut mir leid, das Fahrzeug werde ich nicht machen, weil ihr könnt euch den Tester quasi versauen oder sonst irgendwas. Dann kann auch eine Abgasuntersuchung abgelehnt werden. Ne, das ist auch so für die Leute, die wirklich ihr Auto kaum was dran machen oder sehr vernachlässigen. Dann kann eine Abgasuntersuchung auch gesagt werden, nee, tut mir leid, mache ich nicht. Passiert aber eigentlich nie. Es wird immer versucht, man hat, um ganz ehrlich zu sein, sehr wenig Zeit, wenn es darum geht, die Abgasuntersuchung zu machen. Ne? Und ja, wir machen jetzt einmal so eine Abgasuntersuchung und ich hoffe, das Video gefällt euch, ist sehr informativ und ich würde mal sagen, ja, los geht's, habe ich schon gesagt, wir fahren das Auto mal rein. So, dann wollen wir einmal, also wir gehen davon aus, beziehungsweise Motorstand passt, Motorölstand passt. Abgasanlage bzw. die Absauganlage habe ich jetzt nicht angemacht. Normalerweise macht man die an, bloß das wird dann zu laut, dann werdet ihr mich gar nicht mehr hören. Ne? Das ist jetzt auch keine offizielle Abgasuntersuchung, sondern das wird jetzt nur ein Beispiel sein mit anderen Daten und. So, also wir starten das Ganze. Abgasuntersuchung. Wir tippen ein die Schlüsselnummer von dem Fahrzeug. 0603, weil wir brauchen ja jetzt die Solldaten. Also wie die Abgaswerte sein müssen. Wir werden ja vergleichen die Solldaten mit den Ist-Gleichen, mit den Ist-Werten, die wir haben. Also 652. So, dann suchen wir das Fahrzeug einmal aus. Oder er sucht uns die selber aus. So, dann können wir hier schon mal gucken. Motorcode, Baujahr, dann steht hier schon. Das ist ein G-Cut mit OBD. So, das ist der AWY. Den wählen wir einmal aus. So, dann möchte er von uns diese ganzen Daten haben. Dann tippen wir jetzt mal ein. Der ist nicht zugelassen. Kilometerstand ist jetzt alles. Beispiel Fahrgestellnummer. Ja, die kann ich eigentlich eintippen, weil ihr werdet die gleich sowieso sehen. Jetzt ist ganz wichtig, besonders wenn man jetzt die erste Abgasuntersuchung macht pro Tag, möchte er bei uns einmal diesen Schlauch auf Dichtheit prüfen, geprüft haben. Machen wir das hier einmal zu. Und drücken dann einmal auf Enter. Dann macht er einen Dichtheitstest. Weil der Schlauch muss ja natürlich dicht sein, dass er halt die Abgaswerte prüft und nicht noch Falschluft selbst mitzieht. Das Ganze muss dann geprüft werden. So, er ist dicht. Wenn wir das dann abhaben, können wir das Ganze hier weiter eintippen. So, Erstzulassung. Ich tippe jetzt einfach mal irgendwas ein. So, dann will er die Emissionsnummer haben. Einmal diese Nummer hier, die Emissionsnummer, die 62. Das war's auch schon. Jetzt drücken wir Escape. Messsonde in Abgas einführen.
das ist drin. Jetzt müssen wir, hier können wir alles prüfen, bevor wir die Abgasuntersuchung starten. Jetzt machen wir einmal den OBD-Stecker rein. Und hier können wir jetzt alles vorab checken, sage ich mal. Kontrollieren, ob das Ganze passt, bevor wir in die Abgasuntersuchung steigen, weil wir in der Abgasuntersuchung nichts mehr verändern können, beziehungsweise uns angucken können. Das bedeutet, wir können zum Beispiel den Fehlerspeicher jetzt auslesen und wenn der Fehlerspeicher einen Fehler hat, dann können wir ihn löschen, probieren zu löschen. So, wir lesen das Ganze jetzt einmal aus, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Fehler wäre, dann hätte er die Abgasuntersuchung schon nicht bestanden. So, er hat jetzt zum Beispiel einen Fehler, der hat sich wahrscheinlich eingeschlichen, wo wir den Kraftstofffilter gemacht haben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Fehler hier zu löschen. So, gelöscht und können jetzt nochmal den Fehler auslesen. So, jetzt sehen wir keine Fehler. So, jetzt können wir zum Beispiel, jetzt haben wir kurz die Drehzahl gesehen. Hier ist ein Update-Fehler vom Gutmann-Tester. Normalerweise sehen wir jetzt die Motortemperatur, die Drehzahl im Leerlauf. Das ist die Drehzahl, die wir gleich bei der Abgasuntersuchung machen müssen. So, können hier zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht wissen, wo der OBD-Stecker ist, können wir hier die Lage des OBDs angucken. So, OBD-Verbindungsaufbau. So, wir verbinden das Ganze mal, damit wir jetzt die Drehzahl einmal sehen können. Deswegen hat sich das Video auch etwas verzögert. Was heißt verzögert? Deswegen dauert das auch so lange, warum ich das Video mache. Ich wollte, dass das Ganze hier funktioniert. Aber leider tut es das Ganze nicht. Und das schon seit einem halben Jahr. Und deswegen ziehe ich das jetzt so durch. Und leider müssen wir das Ganze hier einmal erkennen, was er jetzt für eine Motortemperatur hat. Die werden wir natürlich in der Abgasuntersuchung jetzt sehen. Aber hier im Vorabcheck sehen wir das leider nicht. Jetzt aber, wir haben die Verbindung aufgebaut. Und dann kommt alles. Normalerweise ist das immer von alleine gekommen. Wir müssen nur OBD-Verbindung aufbauen. So, jetzt sehen wir, der ist ein bisschen zu kalt. 740 Umdrehung hat er. Jetzt können wir auf die Solldaten gehen und können gucken, ob wir damit klarkommen. Wir können jetzt zum Beispiel die Motortemperatur etwas absenken, weil die Motortemperatur wird gleich sowieso, weil wir gleich Drehzahl geben, wird sie hochgehen. So, die Drehzahl passt, dann können wir eigentlich, so, jetzt mache ich einmal den Schnorchel rein. So, und jetzt sehen wir die Abgaswerte, wie die jetzt im Leerlauf sind. Das sind die Abgaswerte. Wenn jetzt irgendwas nicht passen würde, würde er uns rot anzeigen. Wir können jetzt auch checken, ob die Abgasuntersuchung jetzt schon klappen würde. Wenn ich jetzt Drehzahl gebe zwischen 2,5 und 3000, sollten die Werte hier alle passen. So, das bedeutet, hier kann man alles prüfen, ob wir die Abgasuntersuchung bestehen werden. Natürlich kann in der Abgasuntersuchung immer noch irgendwas passieren. So, also das sind die gesetzlich festgeschriebenen Sollwerte, die eingehalten werden müssen bei diesem Modell. Der Lambda-Wert ist meistens immer gleich, der CO-Wert ist meistens etwas höher, etwas tiefer, je nachdem von welcher Euronorm. Aber der Lambda-Wert ist immer derselbe. So, wir können jetzt in die Abgasuntersuchung gehen. So, das haben wir jetzt gemacht. Fahrschalter einschalten, MIL aktiv. Wir müssen jetzt einmal überprüfen, ob die Kontrolllampe aufleuchtet und wenn wir das Auto starten, ob die Lampe ausgeht, also die Motorkontrollleuchte. Das kann ich jetzt einmal machen. So, sie ist ausgegangen. Das hat er erkannt. Wir könnten aber jetzt auch auf OK machen und würden dann auch weitergehen. So, Motor starten, Mittellampe-Status wird ausgelesen, ist sie aus, deaktiviert, ja.
Ja gut, der wird jetzt nicht, aber ist ausgegangen. Der geht jetzt alle Schritte weiter, weiter, weiter. Alles in Ordnung. So, Motortemperatur passt. Wir können in die Abgasuntersuchung gehen. Da sind die gesetzlichen Werte, die eingehalten werden müssen. Und das, was rot ist, passt jetzt nicht. Und jetzt geben wir einmal Gas und gucken, ob die Werte passen. So, der hat die Abgasuntersuchung jetzt im Moment, diese Ablauf hat er nicht bestanden, weil das Gaspedal ist sehr empfindlich. Probieren wir nochmal. Also die Abgaswerte waren okay, aber die Drehzahl hat nicht gepasst. So, die erhöhte Drehzahl, das passt jetzt alles. So, jetzt macht er einmal die Sondenmessung. Er guckt nämlich, ob die Lambda-Sonde, ob die hin und her springt, ne, also ob er erkennt, weil im Prinzip macht eine Lambda-Sonde, erkennt, er ist jetzt mager, fette an. Dann fettet er an, dann sagt er, der ist zu fett, mager ab. Und so ein Spielchen spielt er eigentlich im Prinzip, die Lambda-Sonde, immer hin und her. Und das überprüft er, ob der Cut vernünftig geregelt wird. Das erkennt er durch diesen Sprung. Dann müssen wir eine Differenz von 0,3 haben. Da muss er immer hin und her springen. Also von 800 auf 0 und hin und her. So, alles in Ordnung. Dann können wir das Ganze einmal ausdrucken. Nee, er hat noch nicht mal die Fahrgestellnummer hier abgelesen. In dem Fall. Ja, Leute. Und wenn das Ganze erledigt ist, dann Protokoll ausdrucken. Ja, wird das jetzt nicht drucken. Oder Tester. Und dann gibt es halt die AU-Plakette. Zum Beispiel. Macht das keinen Fokus, glaube ich, oder? So. Und die wird halt nicht mehr auf das Kennzeichen vorne geklebt, sondern auf das Dokument. Und mit diesem Dokument, das wird dann den TÜV Prüfingenieur gezeigt, also den TÜV-Mann, so wie wir das kennen, dem wird das dann vorgezeigt. Er sagt, aha, Abgasuntersuchung bestanden und checkt dann das Fahrzeug weiter ab. Ja, das ist das ganze Geheimnis zum Thema Abgasuntersuchung GCAT mit OBD. Also schreibt und, also der Optimalfall, der Idealfall, Idealfall. Und ja, so läuft das Ganze dann ab, wenn das Ganze dann alles in Ordnung ist. Und dann fangen halt die Spielereien an, wenn irgendwas nicht passt. Falschluft, Abgasundicht und was gibt es eigentlich noch? Ja, Kerzenverschlissen, Luftfilter dicht, AGR klemmt, sonst irgendwas. Fehler lassen sich nicht löschen, Partikelfilterfehler und. Schreibt bitte unten in die Kommentare, welche Abgasuntersuchungsmängel, also Lambda-Wert zu hoch, Lambda-Wert zu niedrig. Was sollen wir dann noch an Abgas-Videos machen? Was interessiert euch alles zum Thema Abgasuntersuchung? Punkt 1. Zweitens, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wer schon mal Abgasuntersuchung nicht bestanden hat. Wäre mal interessant. Und was die Ursache vielleicht war. Und drittens, schreibt mal rein, was kostet bei euch in der Region die Abgasuntersuchung? Das würde mich mal interessieren. Lasst uns mal darüber austauschen. Lasst uns das Thema Abgasuntersuchung mal zerlegen und mal drüber quatschen. Ich würde es jetzt geil finden, wenn wir jetzt einmal gucken. Ich gucke mal, was wir so alles an Abgasuntersuchungen haben, wo ich Mängel habe und was ich schaffe, zeitlich abzufilmen. Weil Zeit ist meistens das Problem. Aber wenn ich schon sehe, was euch so interessiert, werde ich mich da viel mehr drauf fokussieren. Und ich denke mal, wir werden jetzt einfach als nächstes Abgasuntersuchung GCAT ohne OBD machen, dass ihr jetzt seht, wie eine Abgasuntersuchung vor 2005
2005 quasi gemacht wurde oder 2002. Na, die Zahlen eh egal. Einfach merken, geht gerade mit OBD, ohne OBD. Ja, das wäre jetzt quasi das Video dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und checkt ab. Abgasuntersuchung vorab check. Einfach auf dem Kanal, wie der Wolf, oben auf Suche, AU vorab check oder einfach in die YouTube-Suche, AU vorab check. Guckt es euch an, bevor ihr zur Abgasuntersuchung fahrt. Und dann seid ihr schon mal auf der etwas kleineren, sicheren Seite. Ja, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.